Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Singularity mit dem Jomo und dem Momo. Genau. So. Ja, und wir haben jetzt in der letzten Folge sind wir erfolgreich dem Ivan entkommen und sind jetzt Ivan? Bei der Catherine und müssen hier am Laptop mal gucken. Ne? Ich sehe Ivan? Ja, das war der Ivan. Ja, okay. Wir sind wir 12. Unsere Mission ist es, die Wahrheit zu offenbaren, die vor der gesamten Welt verborgen wird. In den 1950ern wurde auf der Insel Katorga 12 eine militärische Forschungsstation erbaut. Bis zum heutigen Tag leugnet die Regierung ihre Existenz. Das ist eine Lüge. Laut streng geheimen Dokumenten, die wir entdeckten, diente die Basis zu Forschungen mit dem Mineral E99. Das E99-Forschungsprogramm wurde von zwei Männern geleitet. Dr. Viktor Barisov, ein führender Forscher im Bereich Quantenphysik. Er hat das Ergebnis seiner Arbeit nicht mehr erlebt. Berichten zufolge starb er bei einem nicht geklärten Laborunfall. Dieser Mann übernahm die Leitung des Programms nach Barisows Tod. Er führte Russland in einen Krieg um die Weltherrschaft. Einen Krieg, der mit auf Katorga 12 entwickelten Superwaffen gewonnen wurde. Heute kennen wir ihn als Kanzler Nikolai Demitschew, den Führer der Weltregierung. Die Ereignisse um Demitschews Aufstieg zur Macht bleiben mysteriös. Unsere Organisation ist im Besitz von Aufzeichnungen, laut denen Demitschew ein Betrüger ist. Sie werfen viele Fragen über Katorga 12 auf. Was ist dort geschehen, dass Kanzler Demitschew an die Macht brachte? Was kann so viel Zerstörung verursacht haben und so viele Leben gekostet? Alles deutet auf diese Struktur auf Katorga 12 hin. Die Singularität. Was ist die Singularität? Den Aufzeichnungen nach wird uns ein Mann zu den Antworten führen. Sein Name ist Captain Nathaniel Renko. Unsere Mission ist es, Captain Renko zu finden und ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Wir sind Mir 12. Wir offenbaren die Wahrheit. Ein führender Wissenschaftler am Singularitätsprojekt hat eine Geheimkammer gebaut. Sie müssen sie finden. Gehen Sie da durch. Hier, okay. Zwei Wegekommunikator mit GPS. Gehen Sie! Mir 12. Okay, danke. Warum geht die jetzt weg? Okay. Barislavs Labor. Yes, wir sollen das finden. Siehst du, das war dieser Typ, das war Nikolai Demitschew. Weltpolitiker. Also Demitschew, Nikolai Mazari stand da. Ja, das ist auf jeden Fall der Eierkopf, den wir da auch gerettet haben. Aber die haben doch Ivan gesagt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er auch nur so einen Doppelnamen. Pad 9 drücken für einen Geschwindigkeitsschub. Ja, mach ich. Du sollst dich beeilen, du hast nämlich nur begrenzt Luft. Luft, genau. So, bin oben. Ach du Kacke. Oh, das. Oh nein. Oh. Forschungseinrichtung Katorga 12. Sie teleportieren sich, Alter. Ja, ich freue mich schon. Da oben düst schon einer rum. Alter, die haben die ja alle hier aufgespießt. Guck dir das an. Ist ein bisschen krass, aber. Richtig krass. Ist schön, wa? Hammer. Ja, das ist richtig schön. Blitz, Blitz. Ihr dürft nichts übersehen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Waffe. Das wäre super. Weil die Pistole. War eine Kiste, du hast schon was übersehen. Wo? Unten. Geh noch mal runter. Ah, und jetzt rede ich mal um, rechts. Ah. Guck mal, ja, warte, dann muss ich unten her. Einen Moment. Siehst du? Sagt er, ist ja halt doof. Nichts übersehen. Und schon hat er was übersehen. Ah, maximal. Okay, gut. Okay, Pad 3 öffnen. Was haben wir denn da? Oh, cool. Gib mir die Munition. Nee. Hast du keine anderen Waffen? Nee, ich habe keine andere Waffe. Oh, du wirst sterben. Danke. Nein, das ich mache nur Spaß. Gibt mir Hoffnung. Okay, dann mal rauf da. Die Typen sind irgendwie gruselig. Mhm. Alles gut. Was? Oh, scheiße, da ist einer. Komm her. Waffenschrank. Ach, das hatten wir doch schon. Ja, das kennen wir doch schon. Hatten wir auch schon. Das kennen wir auch schon alles. Ah, das ist ja nichts Neues hier. Oh, eine Notiz. Bitte, lesen Sie. Achtung an das gesamte Personal der Abteilung Papier und Vorträge. Vorräte. Achso, Entschuldigung. Ab nächste Woche lagern wir verschiffen wir Erz. Mhm. Position und Bezahlungen bleiben gleich. Datum 1. September 1953. Lagerleiter Smirnov. Oh, Smirnov, cool. Erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe. Was, der Name Smirnov? Ja. Nee, kennst du hier,
Smirnoff ist ja, warte, geh mal nach rechts, du kannst jetzt Waffen mitnehmen. Ja, da. Enter ausrüsten. Cool. Dahin. Dann nehmen wir die Schrotflinte oder das Ding? Das Ding. Das Ding? Das Ding. Aber das ist nicht so gut auf naher Distanz. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, wir nehmen lieber die Schrotflinte. Okay, dann nimmst du das mit. Wer weiß. So, wir haben ein Upgrade, was machen wir? Eins haben wir. Mhm. Ja, wir haben das Ding mit und die Schrotflinte. Ach, wir machen mal das Ding hier auf. Okay. Achso, mit E verbessern. Wo waren das? Ja, ich drück mal eben. Ach, hier oben ist das bei mir. Magazinerweiterung, schnelles Nachladen. Höherer Schaden. Ja, nee, die hat super Steigerung. Schaden. Ja, das stimmt. Magazinerweiterung wäre super. Ja, schnelles Nachladen ist auch super. Ja, dann machen wir das. Ja, das. Okay. Ja, dann hätten wir das schon mal. So, Waffe wechseln. Oh, da sieht super aus, du. Cool. Hey. Oh, ich hab. Oh mein Gott, hier hängt noch einer. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht lange da in Ruhe rumlaufen kannst. Nee. Der Waffenschrank war auch nicht ganz umsonst da. Wie viel haben wir? Ah, jetzt ist das blöde Aufnahmedings da oben rechts. Ja. Ich glaube 899 war es, oder? Ja, 899, irgendwie sowas. Oder 820. Auf jeden Fall haben wir genug. Was denn jetzt? Ah. Okay. Was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Viecher sind... Wow. Komm her, du Penner. Alter. Da hinten hängt einer. Okay, andere Waffe an. Du hättest ihn von der Ferne her abschießen können damit. Ach, nicht so schlimm. Ey, 99. Jetzt haben wir 920. Okay. Hier, da hat doch jemand hier rumgebaut, oder nicht? Die Gitarre sehen uralt aus. Und irgendwie zusammengesetzt. Money, aber auch nichts, okay. Ey, toll. Okay. Die kommen gleich. Das ist sehr wahrscheinlich, dass da gleich irgendwas kommt. Okay, was ist das? Money. Oh, Anhang. Wir waren zu zwölf. Wir suchten Schutz in einem Lagerhaus in der Nähe, als die Singularität explodierte. Aber dann haben uns diese Dinger gefunden. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Wir müssen von dieser Insel runter. Okay. Die singen klingt ja super. Ah, diese Singularität. Die war das. Was? Komm her. Hohoho. Wow, das Ding ist ja richtig schnell. Cool, ne? Sag ich doch, schneller nachladen ist ziemlich gut. Ja, das war eine sehr Nachladen gute. Ist eigentlich mit das Wichtigste. Viel Muni im Magazin und nachladen. So, dann wollen wir mal... Ach komm, wir bleiben bei der Schrotflinte, die ist so super. 72 hast du noch. Plus die 5, glaube ich, oder 6 im Magazin. Hab jetzt keine Lust, diese klitzekleinen Patrönchen da zu zählen. Oh, was steht denn da Schönes? Eine Notiz. Ah, Schachmatt. Springer schlägt Bauer, aber Läufer nimmt König. Tut mir leid, Pavel. Okay. Hat Pavel verloren. Ja. Ah, wir haben alles schon eingesammelt. Was alles? Hier sind die Monster los. Oder vielleicht haben sie einfach das Interesse an uns verloren. Wir sind jetzt sicher. Pavel hat sich die Knöchel verdreht, womöglich sogar gebrochen. Wir bleiben heute Nacht hier. Zum Glück gibt es in unserer kleinen Zuflucht ein Schachspiel und einen Wodka-Vorrat. Was die zu Hause? So klischee-mäßig einen Wodka-Vorrat. Ja, okay, Schach nicht unbedingt, aber Wodka-Vorrat. Ah, nee, die Centurio wollen wir nicht haben. Nee, nee, nee. Nee, das solltest du nicht damit machen. Ah, das war Muni-Verschwendung, Alter. Total, du hast daneben geschossen. Wow, ey, der ist nicht tot. Der lebt noch. Komm her. Das war auch Verschwendung. Ja, war etwas zu viel. Ich kann dir echt empfehlen, wenn du so ranzoomst. Also, da kannst du wirklich präziser schießen. Ja, okay. Ja, das finde ich nicht so super, weil... Weil? Dann immer so viel... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, das gefällt mir nicht so. Da rein! Wir können die Türen verbarrikadieren! Das sind wieder die drei.
Die sind hier rein. Warte, da lag was auf dem Boden. Du läufst doch einfach drüber, Alter. Ja, ich wollte erstmal zu der Tür gucken gehen. Schrotflintenmunition, okay. Super. S4. So. Warte mal, wer ist denn das hier? Okay. Ah, Hammer und Sichel. Ja, das ist typisch. Ist ja das. Die Symbole von der russischen Flagge. Ja, da kommen wir nicht durch. Nee. Nee, komm, was ist da? Da kommst du nicht. Ja, dann müssen wir einfach mal hier durch die Tür. Was steht da eigentlich auf den Schildern? Kartoga. Kartoga. 1953. Ah, warte, da unten. Irgendwas. Research oder so? Research and Development. Was heißt Research? Development heißt Entwicklung. Ja. Development. Research. Oh, shit. Oh, ups. Nein. Oh, oh. Das ist so ungenau, Alter. Direkt ein Headshot. Und ah! Okay, das war super. Komm her. Was? Wie viele kommen denn da? Okay, nachladen. Nein, das gibt kein. Okay, da liegt noch S4 Muni, ne? Die solltest du gleich mitnehmen. Machen wir, wir nehmen erstmal die hier mit. Nachladen. Kommt her. Da. Verdammt. Ich finde das Blaupunktvisier ziemlich cool. Hey, wie kann man denn Energie nehmen? Ich will Energie nehmen. Danke. So. Wo war denn das hier? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss. Ey, du blöd Mann. Wow. Wer hat das gemacht? Warst du? Arschkopf. Okay. Nachladen. Geht nicht. Doch, geht. Der wollte aber nicht. Ah, guck mal, jetzt kommen wir hier durch. Jetzt kommen wir durch. Ja, dann müssen wir wohl oben rum. 1240 haben wir jetzt. Anscheinend. Boah, alter Falter. So, wir nehmen die Waffe. Oh. Komm her. So, weg. Aha. Ey, da ist ja noch einer. Lad nach jetzt. Ich glaube, der kommt wieder. Oder ist er tot? So, man weiß nicht. Ordentlich mitgenommen. Warte, ja, kannst du da hinten nicht durch? Wo? Nee. Stimmt, ja, da sieht man schon eine Textur der Tür. Da kommst du nicht rein. So, warte mal, jetzt muss ich aber mal. Oh, Falterknopf. Herausfinden, wie nehmen wir Energie? Falterknopf? Ja, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Nee, keine Ahnung. Ja, doch, wir haben schon 13 Minuten. Na, hier wechselt man. Ich kann echt nicht Energie nehmen. Oh, cool, das ZMG. ZMG, hört sich ja schon mal super cool an. Ziel erfüllt. Drücken Pad 2, um sich zu ducken. Aber sind das die drei? Ja. Ich will nicht so sterben. Tut mir leid. Nein. Okay, ja, da hat er seine nicht mehr genug Kugeln gehabt. Der wollte ja seine Kumpanen erlösen und sich selber, und das hat dann nicht wirklich geklappt. Ja, es gibt immer mehr Personal, Soldaten und Wissenschaftler. Sie müssen an etwas Großem dran sein. Anna, meine Freundin, die in der Verwaltung arbeitet, sagt, dass sie Doppelschichten arbeiten, um alle Daten einzugeben und Akten zu verwalten. Das ist bestimmt eine gute Sache, oder? Datum 2. August 1953. Alena Koslov, Sekretärin des Forschungslabors. War das eine gute Idee? Na, einfach mal machen. Kannst du da rechts das Ding nicht mitnehmen? Da links, links, links. Was? Da oben. Nee, das kann ich nicht mitnehmen. Dann nehmen wir mal eben Energie und dann. Ja, super. Jetzt kannst du es mitnehmen. Achso, ja. Danke. Wir gehen erstmal hier unten checken. Ah, guck mal hier.
Da, das nehmen wir noch mit. Sonst ist hier nichts mehr. Nee, sonst ist hier nichts mehr. Manu. So, was ist hier? Haben wir noch Oh, dann nehmen wir die direkt mal. Ja, dann nehmen wir das. Oh, da ist direkt. Oh mein Gott, guck dir mal, wie viele da sind wieder. 2, 3. Ja, hier kommen wir nicht durch. Ja, dann müssen wir da runter. Runter. Oh. Oh, jetzt mache ich hier kein Geräusch hier. Bin gegen die Maus hier gekommen. Okay, ja, machen wir. Suchen Sie den Geheimgang zu der Katakombe? Kryotanks. Achso, frieren. Ich wollte schon sagen, feuern alle ein, die sich in der Nähe befinden. Fügen Sie den eingefrorenen Gegnern Schaden zu, bevor sie wieder auftauen. Also, wir feiern Kryotanks. Ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Warte mal, dann nehmen wir direkt mal eine andere Waffe. Komm her. Das war jetzt nicht so schlau. Meinst du nicht? Nee. Ich fand das jetzt lustig. Ja, aber du hast keinen eingefroren. Ach, Mann, oh. Du hast einfach auf die geschossen, die wussten Bescheid und dann haben die es weggeteleportiert. Wo sind die? Ah, da hinten ist er noch. Komm her, komm, komm. Nein. Alter, nein, von diesem ganzen Magazin hast du höchstens 2, 3 Mal getroffen. Ja, das ist doch scheiße. Ah, klar, das war scheiße, weil du nicht zählst. Ach, da war nichts mehr. Wo sind sie denn? 191 Punkte dazu bekommen. Links liegt noch was. Ja. Ja, da liegt überall was. Wow, du Blödmann. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Du Drecksack. So. Und jetzt nimmst du das Ding mit. Ja, ich mach ja. Ich nehm alles mit. So, dann nehmen wir das mit. Oh, noch eine Notiz. Die Ratten. Ja, jetzt wollte ich auch mal hier, du. Nee, warum? Nein. Die Ratten reagieren auf die I-90-Injektion. Ihre Muskelmasse, Stärke und Zellwachstum sprengen jede Skala. Ich muss das mit dem Genossen von der menschlichen Forschung berichten, da sich wahrscheinlich Anwendungsmöglichkeiten für Menschen ergeben. Datum 22. Dezember 1953. Spezialistin Marie Tschekhov. Ah, cool. Wäre jetzt passend gewesen, wenn da Marie Curie gestanden hätte. Naja, immerhin steht da Marie und dann passt das. Die erhöhte Dichte des Muskelgewebes beim Testsubjekt kann nur den E99-Isotopen zugeschrieben werden, die wir... Diese Anlage ist gesperrt! Was? Sind Sie verwirrt? Was soll das bedeuten? Es gab eine Sicherheitsverletzung. Kommen Sie mit! Wer hat Sie dazu autorisiert? Ich war das. Dr. Demitschew! Sie wissen, dass Dr. Barisow das nicht... Ich kümmere mich um Dr. Barisow. Er hat Mütterchen Russland verraten. Sie beide, treiben Sie sie zusammen und suchen Sie das Gerät. Sie wissen, wo es ist. Sagen Sie es mir. Die Mitschäfte in der Hölle schmoren, ehe ich etwas sage. Wenn Sie überleben wollen, tun Sie, was man Ihnen sagt. Der Mitschäfte verschwendet seine Zeit, wenn er glaubt, dass er Luten wie Sie die Wahrheit... Okay. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle auch mal Schluss und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ja, genau. Auf Wiedersehen. Ciao.